Paul, ich habe in letzter Zeit viel von Industrie 4.0 gehört. Ich auch. Was ist das überhaupt? Ich auch. Weißt du was? Das zeige ich dir einfach. Ja, los. Das ist unsere Lernfabrik, die wir zusammen mit unseren Ausbildern gebaut haben, um Industrie 4.0 erleben zu können. Industrie 4.0 steht für das Zusammenspiel verschiedener Endgeräte und Systeme miteinander. Dabei kann man das System mit mobilen Endgeräten wie zum Beispiel Smartphone oder ähnlichem steuern und mit Informationen füttern. Die Verbindung wird beispielsweise über das Einscannen eines QR-Codes möglich. Außerdem wird die Verwendung von Smart Glasses immer populärer. Mit diesen wird ein Bild direkt vor die Augen projiziert, sodass man in Echtzeit Informationen vom System bekommen kann. Um die Lernfabrik näher erläutern zu können, erstellen wir ein Modell, in dem wir am Steuerungspanel des Terminals unser gewünschtes Objekt auswählen. Des Weiteren können wir unser Projekt mit einem 3D-gedruckten Bauteil individualisieren. Um mit dem Bau beginnen zu können, geben wir das Startsignal vom Terminal, wodurch sich ein Träger auf den Weg macht. Der zuvor aus dem Magazin ausgelagerte Träger wird zum RFID-Reader transportiert und hier mit Informationen beschrieben. An der Handarbeitsstation 1 liest der RFID-Reader zunächst die Informationen, die auf dem Warenträger gespeichert sind. Wir suchen danach die richtige Bauanleitung und fangen an, die Einzelteile aus der Wühlkiste herauszunehmen und das Objekt unserer zuvor getroffenen Wahl nach Anleitung aufzubauen. Das hier gefertigte Teil wird anschließend zurück auf den Träger gestellt. Per kapazitivem Sensor wird der erste Schritt mit der Hand bestätigt. Sobald der Warenträger an der Handarbeitsstation 2 angekommen ist, wird der RFID-Chip erneut gelesen. Daraus ergibt sich, dass die passende, vorsortierte Kiste mit den benötigten Bauteilen aus dem Turm herausfährt und wir anfangen können, zusammenzubauen. Der Unterschied zum vorangegangenen Schritt ist, dass ein Touchpanel automatisch die passende Anleitung einblendet. Es wird genau angezeigt, welchen Baustein wir als nächstes anbauen müssen. Jeder Schritt muss per kapazitiven Sensor mit der Hand bestätigt werden. Nach der Fertigstellung sieht unser Bauteil dann so aus. Das Bauteil wird wieder auf den Träger gestellt, der Transponder beschrieben und das Produkt zur finalen Station geschickt. An der dritten und letzten Handarbeitsstation werden die RFID-Informationen erneut eingelesen. Wir vervollständigen unser Produkt, indem wir die letzten fehlenden Teile anbauen. Eine passende Anleitung wird uns automatisch auf unserem Touchpanel angezeigt. Um dem Bediener die Arbeit zu vereinfachen und sicherzustellen, dass alles korrekt verbaut wird, hat jedes Bauteil ein eigenes Fach, welches nach jedem Fertigungsschritt mit einer kleinen LED angeleuchtet wird. Wir nehmen uns die Teile aus den Fächern heraus und bauen sie an unser Produkt. Wie bei der Handarbeitsstation 2 wird auch an dieser Stelle per kapazitiven Sensor weitergeblättert. Nach der Fertigstellung sieht unser Bauteil so aus. Das fertige Produkt stellen wir jetzt zurück auf den Warenträger, bestätigen per Sensor und ab geht's zur Endkontrolle, wo ein Kamerasystem kontrolliert, ob das gebaute Produkt mit der Konfiguration auf dem Transponder übereinstimmt und gibt ein grünes oder rotes Licht aus. Sehr interessant, diese Lernfabrik. Aber wieso leuchtet die rote Lampe? Schauen wir doch einfach mal nach dem Fehler auf dem Truck. Oh, ich sehe schon, wir haben das Logo vergessen. Okay. Ich hole das nochmal. So, jetzt ist es ein echter Bentler-Truck.